Hallo Zockerfreunde, weiter geht's in Enderal mal fast Skyrim. Und wir waren ja das letzte Mal auf dem Weg zu Jasper, den haben wir ja nun gefunden. Quatsch mit ihm. Und wollen wir? Gib mir noch etwas Zeit. Ja, gehen wir. Je früher ich dieses Fieber los bin, desto besser. Das hatte ich eigentlich schon gemacht. Wunderbar. Okay. Dann lass uns losgehen, gehen wir solange mit ihm es noch noch dunkel mal. Ist. Das bedeutet weniger Gefahr, in Briganten zu laufen. Ah, und eines noch. Bislang wirkst du auf mich eher wie der Nahkämpfer. Also im Gefecht, meine ich. Wie sieht's aus? Lieg ich da richtig? Ich schätze schon. Nein, ich bin nicht unbedingt. Ich bin eigentlich lieber diskret. Nein, eigentlich will ich mich eher in Sachen Magie fortbilden. Ja, ich schätze schon. Ja. Aber Magie würde ich auch gerne mehr lernen. Ich will beides. Ja. Wusste ich's doch. Ich frage, weil ich vorher noch beim Marktplatz war, um meine Vorräte aufzustocken. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch eine kleine Weglektüre mitgenommen. Hier. Ich denke, das könnte dir nützlich sein. Okay, In Enderal erhöhen sich eure kampfbezogenen Fähigkeiten nur durch den Einsatz von Lehrbüchern. Diese können gefunden oder bei Händlern erstanden werden und verbrauchen bei Nutzung je einen Lernpunkt. Gerade im späteren Spielverlauf sind hohe Fertigkeitswerte ein Muss. Okay. Deshalb legt euch stets einen Teil eurer Groschen für Lehrbücher zur Seite. Handwerksbücher funktionieren nach dem gleichen Prinzip, erhöhen jedoch nicht eure kampfbezogenen Fertigkeiten. Sie verbrauchen Handwerkspunkte statt Lebenspunkte und sind erheblich günstiger. Okay. Wissen. Was sind das für Bücher? Genau, erklär mal. Der Araseala in meinem Bett. Sinnliche Bekenntnisse einer Vagabundin, Band 1 bis 5. Du weißt schon, für die einsamen Nächte. Spaß beiseite, das sind Lehrbücher. Von Arkanisten, Fechtmeistern, je nachdem eben. Du kämpfst gut, aber wenn du deine Fähigkeiten ausbauen willst, kommst du um solche Lektüren gar nicht herum. Okay. Gut, ihr habt 10 Wissenspunkte gesammelt. Als Belohnung erhaltet ihr eine dauerhafte Steigerung eurer Fähigkeiten, die, je mehr Wissen ihr ansammelt, noch mächtiger werden kann, okay? Danke. Kein Ding. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ja. Bleib mal entspannt. Ich muss erstmal, wo war das Haar? Jetzt will ich mal gerade gucken. Handwerk. Also das sind wohl unsere Punkte. Moment, hier. Lernpunkte. Stufe 3, Handwerkserinnerungspunkte. Okay. Moment, dann will ich mal gerade schauen. Und zwar bei den... was? Win. Gut, ich denke, da wird wieder haufenweise Text sein, ne? Ja, ist klar. Okay. Also es ist auf jeden Fall eine Menge Text. Nö. Komm, das nehmen wir auch gleich. Dann will ich mal gerade gucken. Sonst ist hier nichts Neues. Egal. Schauen wir mal gerade hier, ob ich stärkere Schwerter unterwegs das letzte Mal eingesetzt habe. Nee, eigentlich nicht. Was? Stab der Heilung. Nein. Bessere Rüstung. Ja gut, den Schild, den hätte ich eigentlich verscherbeln können. Der bringt nicht ganz so viel. Weil ich den sowieso kaum benutze. Ich hab's nicht so mit Blocken. Okay. Gut, egal. Machen wir weiter. Komm, dann geh mal. Ach so, ich soll vorgehen? Naja. Dann tue ich das. Naja. Sagt sie einfach so. Naja. Die hat wahrscheinlich schwer gearbeitet. Naja. Wird bald Feierabend kommen. Naja,
hat sie zumindest was, worauf sie sich freuen kann. Okay, es könnte mal vorangehen, genau. So, okay, wir müssen da lang. Warte mal, wo muss man denn da hin? Aktuelle Orte, nein, Marker entfernen. So, ich vergesse mal, dass ich die Karte nicht mit ziehen, also mit der Maus ziehen kann. Okay, Jasper. Ark Westtor, okay. Also jetzt haben wir einen langen Marsch vor uns, würde ich sagen. Oh, oh weh. Was hast du denn? Alles in Ordnung? Oh, 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 ich spüre Schwingungen. Schreckliche Schwingungen. Oh ja, ich spüre sie ganz deutlich. Was für Schwingungen? Oh ja, schlimme Schwingungen. Etwas Seltsames umgibt euch. Eure Aura. Oh, oh nein. Meine Aura? Was ist damit? Jetzt macht die mich echt nervös. Sie ist Indigo-Blau. Die Farbe der Sterbenden. Es muss sich um eine magische Anomalie handeln, die auf eine unerklärliche Art und Weise mit eurem persönlichen Kraftfeld reagiert hat. Oh weh, das verheißt nichts Gutes. Das heißt nichts Gutes? Ihr habt Glück, denn die Winde stehen günstig. Ich befinde mich, ähnlich wie ihr, in einer tragischen Situation. Ihr habt einfach noch nicht erkannt, dass der Kerl Gift für sie ist. Vielleicht können wir einander helfen. Wie genau gedenkt ihr, mir zu helfen? Ich glaube eher, dass sie unsere Hilfe braucht und das nur als Ausrede benutzt. Aber okay, gehen wir mal drauf ein. Ich habe ein spezielles Objekt im Angebot. Einen Schädel. Den Überlieferungen nach stammt er aus den Mitten der roten Wüste Kyras. Und von uns Arkanisten wird er nur der Meisterschädel genannt. Es wäre ein waghalsiges Experiment. Aber wenn ihr den Schädel bei Mitternacht für eine Stunde auf dem Kopf balanciert, könnte das eure Aura wieder harmonisieren. Vielleicht. Wenn ihr wollt, dass ich euch helfe, will ich dafür eine anständige Belohnung, kein Haufen alter Knochen. Na gut, warum nicht? Wobei benötigt ihr Hilfe? Das ist schnell erklärt. Mir wurde vor einigen Tagen etwas extrem Kostbares entwendet. Mein Schönheitstrank. Und während ich bis vor kurzem im Dunkeln tappte, habe ich nun einen Verdacht, was passiert sein könnte. Ein Auradieb hat ihn mir gestohlen. Ein Auradieb? Sowas gibt's? Erklär mir das mal genauer. Es sind alte Wesen aus vergangenen Zeiten, weit vor den Pyräen. Für gewöhnliche Augen sind sie unsichtbar. Doch wir spirituell Begabten können sie sehen. Auradiebe haben nur einen Existenzgrund. Und der ist es, die Harmonie glücklicher Menschen durch schelmische Taten zu zerstören. Wie den heimtückischen Diebstahl meines Trankes. Okay, wie könnt ihr euch sicher sein, dass es kein fliederfarbenes Einhorn war? Ja, genau. Einhörner sind Kindermärchen. Das solltet ihr eigentlich wissen. Es war ein Auradieb. Das spüre ich. Okay. Na schön, ich werde sehen, ob ich euren Trank wiederfinden kann. Irgendeinen Anhaltspunkt, wo ich mit der Suche beginnen könnte? Ich habe einen Verdacht. Gestern, als ich am Honigfluss tanzte, erschien mir aus dem Nichts eine Stimme im Ohr und sie flüsterte 5 Worte. Finde mich in der Klarwasserhöhle. Ich bin mir sicher, dass es der Trank war, der zu mir gesprochen hat. Aber ich bin zu alt, um auf eigene Faust alte Höhlen erforschen zu gehen. Dabei ist besagte Höhle nicht einmal weit von hier entfernt. Es ist eine verlassene Schürfergrube gleich den Hügel zum Bergpass hinauf. Geht dorthin und findet meinen Trank. Und ich werde euch angemessen entlohnen. Okay. Ja. Dann geh du mal zu der bösen Hexe in den Wald, ne? Und such mal Hänsel und Gretel und...
Egal, ich geh mir einfach. Mann, die Frau, die hat doch echt eine Schraube locker. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich hier überhaupt da rumkomme. Gibt's hier, nee, Wegkennzeichnung gibt's hier nicht. Ich will mal gerade schauen, wie ist es denn am günstigsten? Da über die Berge, hier unten rum. Also ich schätze mal, hier unten werde ich nicht weit kommen, ne? Ich habe keine Ahnung. Gut, schauen wir mal. Es wäre schön, wenn die Wege irgendwie so ein bisschen gekennzeichnet wären. Ich will mal gucken, ob ich da... Was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Was? Warte. Was willst du? Zu den lebenden Toten, den wilden Vatyren und den wahnsinnig werdenden Menschen, meinst du? Ah, dieses Land hat schon bessere Zeiten gesehen, das steht fest. Aber wenigstens passiert hier mal etwas. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Ja, gut. Na, dann komm einfach mal mit, ne? Was denn jetzt? Ach, ich soll hinter dir herlaufen, oder was? Dann sind wir wahrscheinlich ewig unterwegs. Wo soll's denn hingehen? Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Was denn jetzt? Soll ich dir vorlaufen, nachlaufen, was denn nun? Sollen wir hier lang? Ernsthaft? Ich habe keine Ahnung, was der Typ von mir will. Auf der einen Seite bleibt er stehen. Und auf der anderen Seite... macht er mir Vorwürfe, wenn ich loslaufe. Ja, keine Ahnung. Der Typ hat auch eine Schraube locker. Ganz bestimmt. Aber hier scheine ich richtig zu sein. Oder? Moment. Ich muss gerade schauen. Arg. Genau. Dann sind wir theoretisch richtig. Also da rauf. Aber ich ziehe mal vorsichtshalber mein Schwert. Und ich sollte vielleicht auch das andere Schwert mal dabei tun. Schwert. Ja, machen wir das auf der linken Seite auch hin. Besser ist das. Ne, so zwei Schwerter, so rumsbums auf der Fresse. Ne, kann man immer brauchen. Und uns ist schon wieder die Puste ausge... Ich wusste es. Irgendwo... Hallo Schmetterling. Nehmen wir mal mit. Den Leuchtefix hier nehmen wir auch mit. Hallo Hasi. Den nehme ich jetzt nicht mit. Aber der Bär kommt nicht zu uns. Oder was auch immer das war. Aber ich glaube, das war ein Bär. Hat sich so angehört. Gut, jetzt können wir wieder rennen. Ich hoffe, wir gehen hier richtig. Weil er meckert nicht. Also sind wir bestimmt richtig. Hoffe ich. Du bist doch bestimmt böse. Ey, da ist noch so ein Viech. Meine Fresse. Und die sind immer leer. Ach Mann. Lohnt sich nicht mal. So, jetzt, ja, komm her, Wölfchen, komm. Komm, Fresse auf die Fresse hier. Ich mach dich voll Messer, ey. So, hast du gesehen. Okay, viel mehr Kämpfe sollte ich, auf diese Weise nicht. Warte mal. Ach so, ja, da will ich ja jetzt noch nicht hin. Aber gut, dass wir es entdeckt haben, ne? Und ich brauche schon wieder Heilung. Das ist echt übel. Also hier kann man schnell sterben. Da bin ich mir ganz sicher. Gut, rennen wir mal ein bisschen wieder. Nein, das ist nur ein Bock. Okay. Okay, alles gut. Alles grün. Nein. Du gehst vor. Du gehst vor da. Los. Los, mich machen die tot. Siehst du?
Ach, hau ab, Mann! Halt, 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 halt. Nee, 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 nee. Hab ich nicht. Da. Tränke. Hab ich nichts zu essen. Brezel. Okay, Kohl. Kohl haben wir auch noch. Ein Punkt, stell das her. Einhandkampf. Achso, das sind die Lehrlingsbücher. Handwerkskunst, ja, keine Ahnung. Was habe ich denn gerade da gegessen? Ich hoffe doch kein Menschenfleisch. So. Hier, das lernen wir mal alles. Mana-Pilz. Nein, Mana brauche ich doch nun wirklich nicht. Rohes Rindfleisch. Na gut, wenn's das bringt. Ich glaube zwar nicht. Ich habe hier nichts mehr, was uns irgendwie Gift. Lebensflusstrank, ranzig, Gesundheit 600. Hey, warum auch nicht? Nee. Was? Ich denke, ich... Ja, ist klar. Mann. Echt mal. Nimm dir deine Zeit. Ja, Lichter am Boden ist tot. Aber nimm dir deine Zeit. Ruh dich ruhig aus. Ne? Humor hat er auf jeden Fall. Das muss man hier echt lassen. Ne? Wo sind wir denn hier? Nein! Echt jetzt? Vielleicht sollte ich ein paar Mal zwischenspeichern. So. Okay, ich probier's doch mal mit dem Schild. Moment. So, und zwar da. Ich probier's mal mit dem Schild. Moin. Mhm. Hab mir mal ein Schild genommen. Schreitet wohl. Ja, schreitet wohl. Warte mal, halt. Nee, wir müssen doch da lang. Ne, das war doch da, genau. Malfas zum... Ja, Malfas zum Gruß, ey, was auch immer das heißt. Kommst du? Gut. Und du könntest mich ein bisschen mehr beschützen, ne? Wollte ich nur mal sagen. Du siehst doch, dass das eine hilflose Frau ist, Mann. Was glaubst du, weshalb ich eine Frau erstellt habe? Damit du den Helden spielen kannst. Ne? Oder zumindest irgendwer. Nein, das kann man nicht pflücken. Aber das. Okay. Weiter, weiter, weiter. Und schon wieder außer Booste. Ist klar. Okay. Ein Schmetterling. Den wir nicht kriegen. Doch. Hallo, Hasi. Ja, Hasi töten will ich jetzt nicht. Hasi, lass mal laufen. Ein Leuchtefix. Nehmen wir mit. Oh, ganz viele Leuchtefixe. Nehmen wir alles mit. Warum auch nicht? Hallo. Dich nehme ich auch mit. Ich weiß zwar noch nicht, wofür es gut ist, aber man kann sie mitnehmen. Ich glaube, man kann da Tränke von machen. So, ich glaube, hier müssen wir rauf. So. Ja, das sieht zumindest richtig aus. So, da nicht. Aber hier ging irgendwo so ein Weg ab, ne? Ach, er schon wieder. Könntest du mal da dich um den Wolf kümmern? Nein, der will uns nicht angreifen. Gut, dann rennen wir einfach weiter. Warte mal, da gehen wir mal kurz hin, dass wir das auf der Karte haben. Was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Ja, ja, ich hab ja bloß, ne? Mhm. Hast du auch andere Sprüche auf Lager? Hier ist da gerade was gewesen, oder habe ich mir wohl nur eingebildet? Da. Da fliegt irgendwas hier rum. Na gut, lassen wir es fliegen. Lassen wir es fliegen. Ein Hirsch. Die schon wieder. Die sind gemein zu mir.
Was? Klarwasserhöhle, okay. Gut, Klarwasserhöhle wollen wir jetzt nicht. Gut, ich probiere das jetzt. Ja. Komm. Komm. Grisse mit dem Schild hier. So. Den haben wir. Der ist auch noch leer. Okay. Hast du ihn erledigt, ja? Hättest du das nicht gleich so machen können? Depp. Echt mal. Weil das hier, das ist eine Frau, weißt du, musst du beschützen. Naja, irgendwann werde ich sowieso stark genug sein mit dieser Figur hier, ne, und dann hau ich alles auf die Fresse. Hoffe ich. So, Schenke. Wer ist das alles? Oh ja. Genau, geh du mal vor. Genau so musst du das machen. So, die Straßendiebe machen wir hier alle. So, Lebensenergie, Mana, Ausdauer. Ich mache erstmal Lebensenergie, dass ich ein bisschen länger durchhalte. Und nicht immer gleich futsch bin. So, warte mal. Schaden 14, das hört sich interessant an. Ich glaube, das ist stärker als mein Schwert. So. Und ich soll schon wieder H drücken. Gut, und was haben wir hier bei H? Hä? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Dass ich jedes Mal hart drücken will. Ich will nicht jedes Mal hart drücken, weil ich kann hier sowieso nichts anklicken oder machen oder tun oder was auch immer. Eigentlich völliger Blödsinn hier. So, das nehmen wir mit. Nein, da ist nichts mit. Da könnte was drin sein, jo. Schauen wir mal hier weiter. Okay. Ja, Besen nehmen wir auch mit, können wir auch drauf nach Hause reiten. So, das nehmen wir auch alles mit. Wir können ja dann hinterher vielleicht ein bisschen was verkaufen. Komm, den Korb nehme ich jetzt nicht mit. Nein, ich sollte vielleicht mal ein bisschen reduzieren an Zeug, was ich mitnehme. Ich denke, ich werde ohnehin nicht alles brauchen. Komm, Tränke nehmen wir mit, Pfeile nehmen wir mit, Handschuhe nehmen wir mit, das auch. Nein. Nein, muss ja nicht jeden Müll mitnehmen. Sonst bin ich ruckzuck wieder überladen. Ich meine, wir kennen es ja, ne, von Fallout 4. Da ist das irgendwie genauso. Nur bei Fallout 4 ist es ja tatsächlich so, dass man so gut wie alles gebrauchen kann da. Ne? So. Was man nicht gebrauchen kann, das zerkleinert man halt. Bekommt dann andere Ressourcen daraus. Das finde ich auch so geil daran. Könnte man hier auch so einführen. So Schmiedezeug. Obwohl, ich weiß gar nicht mehr, ob das ging. Ging das eigentlich in einem Spiel? Das ist schon lange her, dass ich es hier gezockt habe. Gut, Ich wollte eigentlich mal gucken. Ich habe ja nur Zeug angesammelt. Stiefel. Nein, da würden wir uns verschlechtern. Nee, ist klar. Bringt gar nichts. Nein. Gut, bei den Schwertern, da war doch was. 14? Ich habe so eine dumme Befürchtung, dass das ein Zweihänder... Ja, ist ein Zweihänder. Nee, das bringt mir nichts, weil ich möchte den Schild gern behalten. Und das ist eine Spitzhacke. Warte mal. Ja, das ist auch Zweihand, so wie es aussieht. Aber dann kann ich nämlich den Eisenschild nicht tragen, so wie es aussieht, oder? Warte mal, ich will mal gerade schauen. Da. Doch! Die Axt ist Einhand. Gut. Ja, ist eine kleine Axt. Gut. Gut, alles gut. So, dann, hier hatte ich doch alles durchgeguckt. Wo geht's denn hier raus? Warte mal, da bin ich noch irgendwo reingekommen, genau. So, dann müssen wir die Richtung, ne? Ja, nehmen wir eine Leuchte fix noch mit hier. Und geben wir Gas.
Also mit der Axt sollte ich jetzt mehr Damage machen. Das heißt, ich sollte die Wölfe, falls welche kommen, doch schneller wegkriegen. Ja, schon wieder aus der Puste. Und ich sollte mir vielleicht ein bisschen was von der Energie aufheben, falls ich irgendwie schnell wegrennen muss. Obwohl, ans Weglaufen denke ich sowieso immer nicht. Ja, immer mutig rein. Ne, auch wenn es manchmal dämlich ist. Okay. Hier geht's aber weiter, oder? Spähturm. Was? Warte kurz. Du weißt schon, das ist doch mal eine Aussicht, oder? Allein für solche Momente lohnt es sich zu leben. Schön. Ich war früher mal ein Handelsposten, aber seit der Abschottung ist er verlassen. Okay, interessant Wissen. Abschottung? Ja, genau, erzähl mal. Ja, so nennt man den Erlass, der vor gut 30 Jahren hier gefällt wurde. Einfach gesagt, wurde durch ihn der Handel mit anderen Ländern stark eingeschränkt. Eine ziemlich unwirtschaftliche Entscheidung, aber ungefähr zeitgleich verließ der lichtgeborene Erodan Nerim. Und ich denke, der Orden hatte Angst, dass dasselbe hier auf Endiral auch passiert. Du weißt schon, rebellisches Gedankengut und so weiter und so fort. Jedenfalls findet seither Handel auf Endiral nur noch streng kontrolliert im Arker Hafen statt. Und kileanische Gewürze und tiermatraler Wein können sich nur noch die erhabenen Pfades leisten. Deshalb mussten eine Menge Handelsposten wie der hier oder die Dreiflusswacht dicht gemacht werden. Aber die Plünderer freuen sich darüber. Auf jeden Fall interessant. Sieh ruhig selbst nach, wenn du willst. Ansonsten lass uns weitergehen. Es ist noch ein Stück. Gut, werde ich mir bestimmt noch anschauen, aber ich will mal hier vorankommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo müssen wir denn hier weiter? Weil eigentlich müssen wir in diese Richtung. Bergmannshütte? Ja, aber ich laufe da jetzt in die falsche Richtung. Nee, ich muss da, in diese Richtung. Ich nehme mal die falsche Taste zum Rennen. Warte mal, kann man hier irgendwie runter? Das sieht nicht gut aus. Wenn ich was sehen könnte. Ich muss in die Richtung. Und du hast gemeckert, dass ich da unten lang gehen wollte. Und wolltest nicht mitkommen. Sag mal, was für ein Horst bist du denn? Echt jetzt? Das ist doch alles Riesenumweg. Totaler Scheiß. Okay, gehen wir mal zurück. Gucken wir mal, ob wir irgendwo eine Abzweigung verpasst haben. Habe ich mit Sicherheit. Aber hier ist alles Berg, Fels und, ne? Hier geht's nirgends rüber. Warte mal. Da, ja, toll. Jetzt zeigt es wieder in diese Richtung. Was? Ich komme gerade ziemlich verarscht vor. Das muss irgendwie... Ja, da komme ich nur auf den Berg rauf. Vielleicht muss ich doch da oben irgendwo rum. Ich werde da jetzt mal diesen Weg da an der Hütte vorbeigehen. Das führt zwar erstmal weg, vielleicht führt es aber dann irgendwie einen Bogen dahin. Keine Ahnung. Nur wenn ich hier zurücklaufe, da gibt's nirgends... Also ich meine, da wäre kein Weg zur Seite gewesen. Das ist nur die Hütte. Ich muss in diese Richtung. Also irgendwie, ne? Ja. Keine Ahnung. So, und hier geht's nirgends weiter, außer da hinter der Hütte. Und da kommt es mir vor, als wenn ich davon wegkomme. Ich will mal gerade auf der Karte schauen. So, ich bin... Wo bin ich denn? Ich bin da oben. Hin muss ich dahin. Moment mal. Ich gehe in diese Richtung weiter, genau. Warte mal.
Also, ich gehe in diese Richtung weiter. Na, ich hoffe mal, dass das hier so runterführt und dann vielleicht darum. Ich probiere es einfach mal. Ich hoffe einfach mal, dass das so ist. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Dann finde ich da wahrscheinlich niemals hin. Oh Mann. Noch ein Hasi. Ich höre schon wieder Wölfe. Das war so klar. Bist du bei mir? Okay. Halt. Nein. So. Erledigt. Da ist ja noch einer. Lass den Quatsch. Echt mal. Und dann haben sie noch nicht mal was bei sich. Hey, warte mal. Tagebuch. Ich war Abenteurer, aber ich bekam einen Pfeil durch das Knie. Ist klar. Der älteste Skyrim-Witz überhaupt, aber immer noch gut. So, durchsuchen wir die Kleidung. Also du hast nicht nur einen Pfeil durchs Knie bekommen, so wie ich das sehe. Okay. Warte mal. Da ist noch mehr. Okay. Nein. Dich wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das Skelett untersuchen. Okay, gut. Ich habe so das Gefühl, dass wir gar nicht dahin kommen, wo wir eigentlich hin wollen. Und hier ist ganz schön glatt. Da rutscht man. Da will ich jetzt nicht hin. Ich habe so das Gefühl, dass das keine gute Idee wäre. So. Das zeigt mir eine ganz andere Richtung. Ich weiß nicht. Ich komme mir gerade ziemlich blöd vor. So, jetzt will ich mal gerade schauen, wo wir hier überhaupt sind. Doch, das sieht so aus, als wenn, wie ich vorhin gesagt habe, als wenn wir da rum müssten. So. Da haben wir Pilze. Gut. Und, da ist doch schon wieder was Böses, oder? Was bist du? Das sieht nicht nett aus. Hier ein Säbelzahntiger. Könntest du mal... Da, der sieht nicht nett aus. Könntest du mal... Ach, Mann. Ja. Nein. Mach dich weg. Weg. Echt mal. Und dann ist er noch leer. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich da irgendwas zum Heilen habe. Das Blöde ist, ich, habe... Warte mal. Frostbisssaft? Ne, Frostbissgift. Okay. Du solltest eigentlich Heilung geben. Lebenstrank. Okay. Gut. Heilst du mich? Es sieht zumindest so aus, als würde ich heilen. Da ist ein Hirsch. Na gut. Machen wir uns da weiter. Sieht richtig aus. Hallo Hirsch. Das ist Harry Hirsch. Harry Hirsch. Jetzt habe ich... Was? Wer baut denn solche Wege? Warte mal. Ich blick das jetzt gar nicht mehr. Da bin ich. Okay. Aber wie komme ich hier wieder weiter? Moment mal. Schauen wir mal, in welche Richtung schaue ich denn? In die falsche Richtung. Ich muss eigentlich in diese Richtung. Ne? Genau, in diese Richtung muss ich.
Das heißt, Oh, ich glaube, das war nicht gut. Nein. Ich habe nicht vor, hier irgendwie da abzustürzen. Warte mal. Die Musik hat sich irgendwie geändert. Kommst du da nicht raus? Ja, Junge, du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass ich da runter... Vergiss es. So, und hier? Wo sind die? Pfeile. Die schießen mit Pfeilen. Kommt mal lieber hier in meine Nähe. Ja. Oh! Nein. Oh, nicht gut. Ja, genau. Du musst auch mal verrecken hier. Ist das alles? So, erstmal den da alle machen. So. So. Und weg mit dir. So, okay. Und hier schießt einer mit Pfeilen. Ach, das war so klar. Ich wette, ich weiß, wo ich lande. Und das Blöde ist, ich habe keine Ahnung, wo ich da hinlaufen muss. Oh, ich lande doch nicht wieder beim Dorf, wo ich zuvor war. Okay, jetzt will ich erstmal gucken hier. Wo bin ich? Da bin ich. Und ich schaue in diese Richtung. Genau, da will ich hin. Okay. Aber das führt uns ganz woanders hin. Nämlich den Berg drauf. Und eigentlich will ich ja ganz woanders dahin. Nein. Marker entfernen. Ich will eigentlich mal... Das ist blöd, dass man hier keine Wege sieht. Da komme ich doch nirgends runter. So wie ich das sehe. Da gibt es keinen Weg runter. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, das hier wird ein ewiger Marsch? Der ewige Marsch. Zu einem Ort, der liegt am Weltende Arsch. Gut, ich habe versucht zu dichten. Habt ihr bestimmt gemerkt? Ja, ich kann gut dichten. Nein. Ich gebe es ja zu. Gut, okay. Machen wir es auf die brutale Weise? Ich weiß es nicht. Ich denke, ich werde dort irgendwo festhängen wahrscheinlich, wenn ich das versuche. Und ich habe auch keine Lust, dort Ewigkeiten hier... Nein, ich will nicht am Aussichtspunkt reden. Du bist mir gerade irgendwie sowas von egal. So, ich mach... Erkundungsfreudig, was? Ernsthaft? Das ist doch mal eine Aussicht, oder? Allein für solche Momente lohnt es sich zu leben. Ach, Mann. Hol dir Pfeil ins Knie oder was weiß ich. So, weg. Wieder. Okay, Leute. Ich versuche, den Weg dorthin zu finden. Und wenn ich dann dort irgendwann angelangt bin, geht das Let's Play weiter. Na, ich denke, dass ich das bis zum nächsten Mal habe. Dass ich dann dort bin. Und ich werde die Story nicht weitermachen, bevor ich aufnehme. Versprochen. Okay, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.